In den frühen 80er Jahren machte sich der Industriedesigner und leidenschaftliche Musikliebhaber Bo Christensen daran, eine völlig neue Art von Audiounternehmen zu gründen. Einfach, weil er vollständig frustriert von der Klangqualität, Ästhetik und der Bedienung der auf dem Markt erhältlichen Audiogeräte war. Und so gründete er zusammen mit dem Ingenieur Bent Nielsen und einem Team von Designern Primare, um eine neue Qualität im Audiobereich zu erschaffen. Design, Technik, Klang, Bedienung vollständig ausbalanciert, Musik als unvergessliches, emotionales Erlebnis, in dem die Wahrnehmung der Bedienung und der Technologie verschwindet. Das hört sich schon etwas hochgestochen an, findet ihr nicht? Aber dann ging's los. Hallo, ich freue mich, dass ihr zuschaut. Herzlich willkommen bei Thomas Elektronik. Wir sind euer Fachhändler aus Hamburg für die angesagtesten Hi-Fi- und High-End-Produkte erlebbar in unserem Webshop thomas-elektronik.de oder natürlich live hier bei uns in der Vorführung. Ich bin Thomas Orlowski, Audioliebhaber erster Stunde und in unserem Team einer eurer Ansprechpartner, wenn ihr vorhabt, euch eine neue Stereoanlage zuzulegen. Als Primare dann Ende 2009, Anfang 2010 eine neue Gerätegeneration unter anderem mit dem Streaming-Verstärker i32 auf den Markt brachte, ja, da waren die Musikliebhaber schlicht und ergreifend aus dem Häuschen. Wunderbar klingende und designte Geräte mit fantastischer Verarbeitung, dazu noch extrem leicht zu bedienen. Die ersten Musikzentralen, die nicht nur verlustfrei per App streamen konnten, nein, das Ganze auch noch als Modul steckbar. Primare war seiner Zeit und den Wettbewerbern weit, weit voraus. Und das brachte den Schweden dann auch gleich den begehrten Acer Award für die besten Produkte Europas ein. Diesen Vorsprung bauten sie aus und so wurden der nächsten Gerätegeneration 9 Jahre später wieder verschiedene Primare Geräte als beste Europas preisgekrönt. Vor kurzem hatten wir uns ja den Primare i15 Prisma MK2 angeschaut, hier unser Video dazu. Und heute geht es um seinen großen Bruder i35 Prisma, der mit der Begründung, das ist die Zukunft der hochauflösenden HiFi-Anlage, als bester Europas geadelt wurde und bei uns eine der beliebtesten in seiner Preisklasse ist. Worum geht es in dem Video? Natürlich um alles. Das heißt, wir schauen auf die Optik, die Technik, die Anschlüsse. Wir werfen mal einen Blick auf die Bedienbarkeit, den Lieferumfang. Und natürlich geht es um den Klang. Und zum Schluss schauen wir uns das Endleben an. Tja, los geht's. Was auffällt, bevor ich ihn auspacke, Primare hat eine der weltweit aufwendigsten Fertigungskontrollen bei Audiogeräten. Jedes einzelne Gerät durchläuft, bevor es verpackt wird, einen aufwendigen Testparcours an Messgeräten. Und das bestätigt der jeweilige Mitarbeiter mit seiner Unterschrift. Aber nun sehen wir uns das Gerät aus der Nähe an. Ja, diese Optik ist immer wieder ein Traum. Jeder Primare ist sensationell gut verarbeitet. Alles massiv, alles Metall. Selbst die Regler sind komplett aus Aluminium gefertigt. Und es gibt keine veränderten Spaltmaße oder irgendwelche Auffälligkeiten. Ja, wie gesagt, ein Traum von der Verarbeitung. Auf der Vorderseite finden wir dann links den Quellwähler. Hiermit wählt ihr auch im Menü des Gerätes die Menüpunkte an. Hier der Ein- und Ausschalter. Hier geht es ins Menü hinein. Und hier die beiden Knöpfe, um mit OK zu bestätigen oder zurückzukommen. Und ganz rechts der Lautstärkeregler. Ja, die Leute von Primare in Malmö sind ja auch sehr ökologisch orientiert. Das zeigt sich dann über dem Stromanschluss auch mit einem richtigen Netzschalter, also er lässt sich auch vollständig vom Netz trennen. Hier sind dann sehr solide Klemmen für Lautsprecher. Im unteren Bereich seht ihr die analogen Anschlüsse. Da gibt es einen richtigen Vorverstärkerausgang zum Anschluss zum Beispiel an einen Subwoofer oder eine externe Endstufe. Da gibt es einen Line-Ausgang, das heißt also einen Festpegelausgang zum Beispiel für Tape-Decks zum Aufnehmen. Dann 3 weitere Hochpegel-Eingänge für CD-Player, Tuner oder was ihr auch immer wollt. Und die hochwertigen XLR-symmetrischen Eingänge A1 und A2 für zum Beispiel ein CD35 von Primare oder
andere Quellen, die eben auch solche hochwertigen, besonders verlustarmen, ja, Ausgänge haben. Hier seht ihr dann noch einen Trigger-Ausgang. Damit könnte zum Beispiel auch eine separate, entsprechend ausgestattete Endstufe eingeschaltet werden oder ein Subwoofer. Und im oberen Bereich geht es dann, ja, an die Digitalsektion. Hier findet ihr einen digitalen Ausgang. Damit könnt ihr zum Beispiel einen Kopfhörerverstärker betreiben, der einen digitalen Eingang hat. Dieser Anschluss ist interessant, wenn ihr eure Musik auf einem PC habt, denn damit wird der primare i35 bzw. sein DAC zur Soundkarte eures Rechners für eine bestmögliche Klangqualität. Hier gibt es dann zwei koaxiale digitale Toneingänge und vier optische. Hier seht ihr dann den Anschluss für USB-Quellen, also Sticks, Festplatten. Hier ist der LAN-Anschluss, wenn ihr das Gerät mit eurem Router verbinden möchtet. Und die Schraubanschlüsse für die WLAN- und Bluetooth-Antennen. Beim i35 befindet sich das Zubehör nicht wahllos verstreut in irgendwelchen Styroporteilen, sondern es wird vollständig in dieser schönen Box geliefert. Die machen wir mal auf und finden hier einmal den Link zur Anleitung, dann die Fernsteuerung, die sehen wir uns gleich noch im Detail an, WLAN- und Bluetooth-Antenne, Netzkabel, Phasenprüfer, Batterien und ein Triggerkabel. Primare spendiert allen Geräten, und das finde ich sehr löblich in heutigen Zeiten von Streaming und Apps, noch eine richtig schöne Fernsteuerung. Die sieht, finde ich, wie die primare Geräte selber, sehr, sehr schlicht und stylisch aus. Ist jetzt kein Haptikwunder, aber wirklich gut bedienbar. Die einzelnen Knöpfe besitzen ganz klar definierte Druckpunkte. Hier oben könnt ihr die Lautstärke stumm schalten, Gerät ein- und ausschalten. Eine 10er-Tastatur ist vorhanden, zum Beispiel für die Tracks eines CD-Players. Hier könnt ihr im Menü eines Gerätes durchsteppen oder die Eingänge wählen. Und hier wählt ihr dann das primare Gerät aus, was ihr mit der Fernsteuerung steuern wollt. Also ein Verstärker, ein zum Beispiel Heimkino-Verstärker, ein CD-Player, ein Streamer, einen Vorverstärker und vieles mehr. Lautstärkesteuerung, nächster voriger Titel, hier geht es ins Menü des Gerätes rein und klassische Laufwerksfunktionen lassen sich steuern. Insgesamt wirklich schick und übersichtlich gemacht. Jetzt bin ich mit dem i35 Prisma in unsere Ausstellung umgezogen. Ich habe ihn vollständig verkabelt, das heißt mit Lautsprechern, mit dem CD35 von Primare, dem CD-Player mit einem Fernseher. Und jetzt schalte ich ihn mal ein. Ja, was sehr schön sichtbar wird oder auch nicht sichtbar, dass die Schweden eben kein klassisches LCD-Display verwenden, deren Hintergrund immer im Dunkeln irgendwie blau-grau schimmert. Nein, sie setzen ein OLED-Display ein, bei dem sitzt die blau-graue Anzeige immer vor vollständig schwarzem Hintergrund und ist wie bei OLED-Fernsehern eben von allen Seiten in der gleichen Qualität zu sehen. Dann sehen wir uns mal die Schlüsselmerkmale des primare i35 Prisma an. Wie vorhin schon erwähnt, ist er ein Acer Award-Gewinner. Er gilt als bester Verstärker Europas. Vorhin hatte ich euch ja schon erzählt, wie diese hundertprozentige Qualitätskontrolle bei Primare funktioniert. Der Hersteller gibt die Leistung des Gerätes mit 2x300 Watt an 4 Ohm, 2x150 Watt an 8 Ohm an, wobei ich die Primare-Leute so kenne, dass die eher zu wenig angeben. In der Stereo Play wurden zum Beispiel 312 Watt an 4 Ohm gemessen. Er besitzt eine sehr hohe Laststabilität bis hinab zu 2 Ohm. Primare verwendet eine komplett selbstentwickelte Verstärkertechnologie namens UFPD2, Ultra Fast Power Device. Also hier geht es um ein extrem schnelles Netzteil, eine extrem schnelle Stromversorgung mit über 95% Wirkungsgrad. Zum Vergleich, üblich sind bei vielen Verstärkern etwa 20% Wirkungsgrad. Daraus resultiert eben auch der 75-80% geringere Stromverbrauch. Interessant und eben ein primäres Merkmal ist das modulare Konzept, das heißt digitale Eingänge und der Streamer da drin lassen sich eben
ja, auch nachstecken und aufrüsten. Er besitzt analoge und digitale Audioeingänge. Das hatte ich euch vorhin bei den Anschlüssen auf der Rückseite schon mal gezeigt. Den Pre-Out auch, das heißt den Vorverstärkerausgang, an den ihr einen Subwoofer oder eine externe Endstufe anschließen könnt. Eine anpassbare Lautstärkeregelung, das heißt also, wie fein die Lautstärke zum Beispiel auch im unteren Bereich regeln soll, könnt ihr sehr schön einstellen. Eine komplett konfigurierbare Bedienung. Ich setze euch jetzt einmal oben den Link rein, dann könnt ihr euch einmal anschauen, wie man so einen i35 oder einen Primarverstärker wirklich vollständig installiert, einrichtet oder auch individuell konfiguriert. Er streamt Apple AirPlay, er streamt Google Chromecast, UPnP. Damit eben streamt er, was ihr möchtet. Er ist mit Bluetooth ausgestattet, Rune Ready. Das Update folgt in Kürze. Es gibt ihn in den beiden Gehäusefarben Schwarz oder Titan. Er ist 43 cm breit, 10,6 cm hoch, 42 cm tief und wiegt 11 Kilo. Und nun aber hinein in die Praxis. Die primäre Mitarbeiter sind Familienmenschen und es ist ihnen ungeheuer wichtig, dass jeder in der Familie dieses Gerät ohne nachzudenken oder zu fragen benutzen kann. Schaut euch das mal an. Sobald ihr den CD-Player startet, geht der i35 an, spielt in eurer Lieblingslautstärke und wenn ihr den Fernseher anmacht, dann schaltet er einfach auf TV um. Im Display steht genau, was ihr benutzt und er zeigt auch nur die Anschlüsse an, an denen etwas angeschlossen ist. Wenn ihr streamt, ihr könnt nebenbei ja wirklich alles, was es gibt, verlustfrei streamen, spielt der i35 ebenfalls sofort los. Beim Umschalten zwischen den Quellen gibt es keine Geräusche, keine Lautstärkeschwankungen und wenn keiner in der Familie den i35 mehr bespielt, dann geht er einfach wieder aus. Wie cool ist das denn? Eine sehr schön komfortable Bedienung geht natürlich auch mit der Primare Prisma App. Zeige ich euch einmal hier ganz kurz. Da wählt ihr dann einfach euren Verstärker aus. Und hier könnt ihr im linken Bereich direkt auswählen, was ihr streamen wollt. Ihr könnt direkt auf die Eingänge zugreifen, Radio hören natürlich. Ihr könnt auf USB-Stick auf euren NAS-Server zugreifen. Also eine übersichtlich und schöne Geschichte. Hat natürlich auch den Vorteil, dass ihr keinen direkten Sichtkontakt beim Bedienen zum Primare braucht. Wir werden immer wieder von euch gefragt, wie es denn eigentlich um die Langlebigkeit so eines Gerätes steht, wie lange so ein Gerät eigentlich hält. Also dadurch, dass Primare vollständig auf jede mechanische Regelung verzichtet, gibt es beim Einstellen von Eingängen, also beim Regeln von Quellen und Lautstärke, keinerlei Verschleiß oder Abrieb. Ich habe nun passende Lautsprecher ausgesucht, die Kabel auf das Niveau der beteiligten Geräte abgestimmt und einige Vorbereitungen zum Erzielen der bestmöglichen Klangqualität getroffen. Und jetzt werde ich erst einmal in Ruhe mir den i35 anhören. Das hat Spaß gemacht. Ich habe ja nun in den letzten Monaten von Hegel über Rotel, Name, T&A so einiges an Geräten angehört. Der Primare i35 Prisma spielt locker an den meisten vorbei. Er klingt nicht nur irgendwie richtiger, er ist irrsinnig schnell und spielfreudig. Gerade im Vergleich mit vielen Wettbewerbern fällt auf, dass er einfach besser auflöst, freier klingt und eine breitere, feiner gestaffelte Bühne darstellt. Du kannst ganz tief in den Aufnahmeraum reinhören. Bei geschlossenen Augen ist der Standort der Lautsprecher überhaupt nicht mehr wahrnehmbar. Dabei sind alle Stimmen und Instrumente wunderbar fokussierbar
Und gleichzeitig spielt der Klang rechts, links, oben, je nach Musikstück weit über die Lautsprecher hinaus. Die Dynamik, Impulsfreudigkeit und gleichzeitig völlige Souveränität und Kontrolle kenne ich bisher nur von großen Vor-Endverstärker-Kombinationen, die teilweise auch ein Vielfaches vom Primare kosten. Dabei spielt er mit einer so natürlichen Wärme, wie ich es sonst nur von Röhrenverstärkern kenne. Ja, und so stellte sich schon ganz schnell ein gänsehauterzeugender Live-Eindruck bei mir ein. Wenn ihr Lust habt, das mal selbst zu erleben, ruft uns einfach für einen Hörtermin an. Wir freuen uns auf euch. Jetzt bin ich gespannt, wie der i35 Prisma von innen aussieht. Das heißt, wir schauen gleich mal unter den Gehäusedeckel, was sich im Inneren verbirgt. Mein Fazit: Der i35 Prisma ist ein Stück HiFi-Gegenwart und Zukunft zugleich. Ein Gerät, das gerade in der Summe aller seiner Eigenschaften nicht wirklich zu schlagen ist. Dieser Mix aus fantastischem Klang, intelligentem, modularem Konzept, was ich euch auch gleich nochmal bei geöffnetem Gehäusedeckel zeige, und Zukunftssicherheit. Und da hänge ich mich, ich weiß, weit aus dem Fenster, ist in seiner Klasse, in der Mischung und Konsequenz einzigartig. Für all die unter euch, die nicht aus der Nähe von Hamburg kommen und das Gerät bei uns im Webshop bestellen, wir liefern alle primare Geräte exklusiv mit einer verlängerten 5-Jahres-Garantie und unserem Klang-Plus-Service-Paket aus. Damit gelingt die Installation und Klangoptimierung kinderleicht. Für alle Fragen vor und nach dem Kauf, für eine herstellerunabhängige Beratung zu einer neuen Musikanlage, kontaktet uns einfach unter 040 4100 4540 oder besucht uns einfach hier in der Ostdorfer Landstraße in Hamburg. Jetzt geht es aber ans Innenleben des i35 Prisma. Ich wünsche euch eine gute Zeit und sage schon mal Tschüss aus Hamburg. Hinterlasst für das Video gerne ein Like, abonniert unseren Kanal und klickt auf die Glocke. Dann versorgen wir euch weiterhin mit spannenden Videos. Versprochen. Ja, schaut euch das mal an. Vorbei sind die Zeiten, wo wilde Kabel quer durchs Gerät gingen. Hier sind Platinenlayouts, die wirklich durchdacht sind. Ein fast kabelloser Aufbau. Es gibt noch ein Verbindungskabel vorne zum Display. Es gibt einmal vom Stromanschluss zum Netzteil die Verbindung. Und hier seht ihr auch schon dieses gewaltige Netzteil. Es nimmt fast die Hälfte der gesamten Gerätefläche ein. Unglaublich. Dann die Endstufenabteilung. Hier sitzt also die analoge Abteilung. Das wäre, wenn man den i35 ohne Zusatzausstattung kauft. Dann könnt ihr ihn ja mit digitalen Ausgängen ausstatten, wenn ihr möchtet. Das heißt, ich schiebe hier mal dieses DAC-Modul rein, dann heißt der i35 DAC. Und zum Schluss, und das ist ja auch unsere Testversion, schiebe ich dann noch den Streamer nach, den i35 Prisma. Und fertig ist unser voll ausgestatteter Verstärker.